Bin, wen wart auf dich? Komm schon, Chris, enttäusch mich nicht. Keine Sorge, Stewie. Chris, was machst du denn hier drin? Wie besprochen, ich habe uns in der Sauna eingesperrt. Du hast was? Ja, es ist alles perfekt. Ich habe voll aufgedreht und das ganze Wochenende wird keiner herkommen. Ihr habt ja echt Dampf unter dem Hintern. Dieser Family Guy Witz wurde geschrieben von dem 9-jährigen Jimmy Sullivan aus Decatur, Georgia. Danke, Jimmy. Und wir werden Mila Kunis deinen ekligen Wunsch mitteilen. Guten Tag, ich bin Tom Tucker und wir haben für Sie heute einen fantastischen Kochwettbewerb mit zwei fantastischen Spitzenköchen. Ernsthaft? Euch ist kein anderes Wort für fantastisch eingefallen? Zweimal fantastisch? Wer hat das geschrieben? Das war Erica. Die, die ich fett genannt habe und die wir nicht feuern können? Ja. Und das Duell möge beginnen. Angeber, das kann ich auch. Ah! Oh mein Gott, Erica! Sie haben Erica umgebracht! Fantastisch. Alles klar. Internetpornos? Check. Taschentücher? Check. Babyöl? Check. Okay, kann losgehen. Und deswegen waren sie so bösartige Killer. Oh, seine Arme sind so kurz fürs Masturbieren gewesen. Man fürchtet ihn von Europa bis zu den Chinesen. Doch zum Glück fand er eine Frau für rattenscharfen Sex. Der nicht masturbierende Tyrannosaurus Rex. Bitteschön, ein Stubenküken vom Grill für dich. Ein Stubenküken vom Grill für dich. Jeder hier bekommt ein Stubenküken. Vielleicht noch etwas Soße? Klar, willst du noch etwas Soße? Komm schon, du fetter Wichser! Na los! Ja! Und wer lacht jetzt? Ich hab meinen Hut. Lois, ich brauche $28,000. Wofür? Ich habe beschlossen, ein Sushi-Restaurant aufzumachen. Was weißt du schon über Sushi? Das Sushi ist mir egal. Ich habe einfach nur Lust, Kunden anzuschreien, wenn sie reinkommen. Hiroshima-san! Hachime-mastan! Hier kommt ein schwarzer Mann! Mein Job ist es, fetten Leuten mit einer Tuba hinterherzulaufen. Das reicht jetzt! Hör schon auf damit! Ich habe ein Problem mit meinen Drüsen! Das wären dann $60. Und nun wieder Breaking Bad. Du wirst Breaking Bad jedem empfehlen, den du kennst. Ich werde Breaking Bad jedem empfehlen, den ich kenne. Breaking Bad ist die beste Serie, die du je gesehen hast, ausgenommen vielleicht The Wire. Breaking Bad ist die beste Serie, die ich je gesehen habe, ausgenommen vielleicht The Wire. Du wirst nie aufhören, über Breaking Bad oder The Wire zu reden. Ich werde nie aufhören, über Breaking Bad oder The Wire zu reden. Ich mach mir... Oh, das ist ja wirklich eine schöne Wohnung. Ist das dein Hund? Ja, ist er nicht der allerschnuckligste Schnuckelmucke? Guck doch, wie schnucklig er ist. Ja, er ist sehr schnucklig. Ja, so ein Schnuckel. Ja, so ein Schnuck, 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 Schnuckel. Guck ihn an, guck doch, guck ihn dir an. Okay. Guck ihn dir an, guck ihm ins Gesicht. Komm schon, guck ihn dir an, guck. Du guckst ihm jetzt in sein Schmalzgesicht. Schnell alles einsacken und beeil dich. Oder wir kriegen größeren Ärger als ein Dicker in einem Wasserpark. Komm schon, Dad, gehen wir auf die Wasserrutsche. Da passe ich nicht rein. Ich habe Angst, stecken zu bleiben. Ich leg mich in den Lazy River. Aber Dad! Nein, Junge, das ist das Leben, das ich gewählt habe. When your day is long, and the night is yours alone. And you're sure you. Wir brechen in das Haus von Grandma und Grandpa ein. Das ist noch aufregender als damals, als ich gesehen habe, wie Bobby McFerrin die Treppe runtergefallen ist. Cool. Kacke, die Milch ist alle. Wir müssen im Flughafen nebenan neue holen. Kannst du gleich auch eine Rattenfalle besorgen? So ein Riesenvieh lebt bei uns unterm Waschbecken. Ich versteck mich hier, bis ihr alle schlaft, dann komme ich raus und mache Kackbällchen in euer Müsli.